Hallihallo. Aus gegebenem Anlass heute nochmal eine kurze Übersicht darüber, wie ich momentan die Alone-Batterien herstelle. Und zwar sind da folgende Fragen aufgetreten. Momentan bin ich immer noch dabei, weil ich mir damals als allererstes, ne, nachdem ich die erste Info Alone bekommen habe, ganz viel von dem ersten Alone da geholt habe, was ich in die Finger bekommen habe. Und zwar habe ich dieses welche hier. Aluminium-Kalium-Sulfat-Dodekahydrat. John Bedini, von dem ich das ja auch habe, himself nimmt das hier, Aluminiumsulfathydrat. Das wäre das wohl dann aus der Originalquelle. Ne, ist hier oben. Erstmal mal eine schöne, einfache Definition von dem Wort Alone geschickt worden. Und zwar hat er. Wer hat das eigentlich geschrieben? Der Umwelttechniker, genau, der Touchscanner, der Umwelttechniker. Eine nur Aluminium-Alaun-Sorte gibt es nicht, ne? Weil ich das im letzten Video so gesagt hatte. Ammonium hat grob gleiche Eigenschaften wie Kalium, deshalb kann man im Alaun das Kalium durch Ammonium ersetzen. Aha. Alaune bezeichnet eine Doppelsalzverbindung, also Salz ist ein Metallion und ein Säurerestion. Ergo muss in einem Alaun zwei Metallionen beteiligt sein, wobei ein Metall ein und das andere dreiwertig ist. Das Kristallwasser spielt dabei keine Rolle. Es gibt nur an, wie viel Mol Wasser pro Mol Substanz enthalten ist. Dann kann man ausrechnen, wie viel man an Salz mit Kristallwasser benötigt im Vergleich zu einem Produkt ohne Kristallwasser. Kristallwasser kann man bei vielen Salzen einfach durch Erhitzen entfernen. Das originale Alone von Bedini habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur Erfahrung mit diesem Aluminium-Kalium. Und funktioniert bis jetzt ganz gut. Toi, toi, toi. Mal schauen, ob es dann mit dem richtigen Alone noch viel besser funktioniert. Und jetzt nochmal kurz zum Wasser, was ich nehme. Also, ihr könnt da natürlich hier immer schön destilliertes Wasser kaufen. Aber nachdem ich die Info mit dem Kalium und so bekommen hatte und die Infos rausgegangen sind, dass unser Trinkwasser ja viel, viel reiner sein muss als irgendwelches Mineralwasser, was da gekauft werden muss. Und Chemiespezies haben mir da auch gesagt, dass das destillierte Wasser, was man da in der Tankstelle kaufen kann, im Endeffekt auch kein richtig, richtig destilliertes Wasser ist. Irgendwie nur so ein bisschen entmineralisiert und das war's dann. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann kannst du dir das ja auch sparen und nimmst normales Trinkwasser. Ne, wir im Fruchtland, wir sehr kalkarm das Wasser. Vielleicht geht es mit Kalk auch noch ein bisschen besser, keine Ahnung. Aber hier geht es jedenfalls auch mit normalem Trinkwasser. Also ich mache das jetzt mit meinem Leitungswasser. Ach, ja, da geht's raus. Nochmal zum Verhältnis. Mein erster Versuch, da habe ich halt dieses komische Alaun-Kristalle-Wachsen-Starter-Set mir aus dem Norma-Supermarkt geholt und da war halt eine definierte Menge drin und da kam ich dann ungefähr auf ein Verhältnis von 300 Gramm pro Liter. Und wir sind dann dahin gegangen, das Maximalste rauszufinden, was geht. Ne? Und Action for Free hat ja dann rausgefunden, dass 1:1 das Maximalste ist, was geht. Ne? Alles, was drüber ist, hat man dann Kristalle in der Batterie. Aber 1:1 ist dann das, wo keine Kristalle
während des Betriebs entstehen, ne? Wenn es immer schön entladen und geladen, entladen, geladen wird. Wenn man es dann stehen lässt, ist wieder eine andere Sache. Aber selbst da habe ich eine Batterie, ja, da ist auch eine 1:1 Mischung drin, die Excite, die durchsichtige Batterie, die stand auch monatelang einfach so, ohne dass sie geladen worden ist, da, und da haben sich keine Kristalle drin gebildet. Also von daher geht es auch mit so einer hohen Dosis, aber Alaun ist ja nicht gerade billig, ne? Und deshalb muss man mal gucken, was da am effektivsten ist sozusagen. So, dann sind die Infos, ich glaube, aus den Niederlanden. René, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, ihr macht das auch mit 300 Gramm, ne? Pro Liter. Und ich habe es neulich mal mit 200 Gramm ausprobiert. Geht auch, aber ich glaube, da ist nicht ganz so viel Kapazität drin. Deshalb bin ich jetzt momentan wieder auf 333 Gramm gegangen. Jetzt bin ich momentan bei 333 Gramm pro Liter. Und ich denke, damit habe ich einen guten Mittelweg gefunden. Wie rum werden die befüllt, wurde hier noch gefragt, ne? Ob das jetzt wurscht ist, ob von Plus nach Minus oder von Minus nach Plus. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da überhaupt nur mal drauf geachtet. Ich mache das frei Schnauze, so wie die Batterie gerade dasteht. Und wenn sie vorher funktioniert hat, funktioniert sie danach auch. So viel kann ich schon mal sagen, ne? Bei solchen Wackelkandidaten, die vorher schon irgendwie einen Klatscher weg gehabt haben, ist es so eine Sache, ne? Da könnt ihr Glück haben, wenn er so umdreht und vielleicht einen Kurzschluss rausspült, ne? Dass er danach wieder geht. Aber wenn ihr ganz viel Pech habt, macht er erst dadurch einen richtigen Kurzschluss rein, wenn irgend so eine, so ein abgefallenes Bleistück dann irgendwelche, ja, Zellen kurz schließt, ne? Mehr ist es dann eigentlich nicht. So ein kleines Glücksspiel, aber toi toi toi. Es lohnt sich, meiner Meinung nach. Und so einen Behälter könnt ihr dann halt nehmen, ne? Oder irgendwas anderes. Ihr macht es dann vielleicht ein bisschen sauberer als ich hier, aber und auch das Alaun, was daneben geht, das kann man natürlich noch verwenden, ne? Das wird nicht weggeschüttet. Wo wir beim Wegschütten sind von der alten Batteriesäure. In den ersten Versuchen habe ich die Batteriesäure noch alles schön fein säuberlich aufgefangen. Abgefüllten extra Kanister und als Sondermüll irgendwie abgegeben. Das ist mir dann aber doch zu blöde geworden, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dafür auch einen Haufen Gelächter geerntet aus der Internetgemeinde, weil ja, die meisten haben es einfach irgendwo hingekippt. So geht's dann natürlich auch nicht, habe ich mir gedacht. Und deswegen bin ich dann dahin gegangen, das wenigstens ein kleines bisschen zu relativieren, ne? Also dann erstmal einen normalen irgendwas, ne, irgendeinen kleinen Filter, dass die groben Bleistücke eben nicht hier reinwandern, falls hier irgendwas rauskommt, wenn er so auskippt, ne. Vorher das Becken so, weiß nicht, mit 1-2 Litern mindestens, bei so einer Batteriegröße, bei einer größeren, ne, vielleicht noch ein bisschen größer, ein bisschen mehr, normales Wasser einlassen und Backpulver reintun. Also Natron neutralisiert ja die Schwefelsäure hier drin. Dann könnt ihr das dann einfach hier reinkippen. Ihr habt dann etwas neutraleres Wasser, ne? Also die Säure, die ist dann nur ganz so sauer. Und hier drüber dann die groben Bleistücke rauslassen und dann mit viel, viel Wasser nachspülen. Dann dürfte das so auch kein Thema sein. Ich, ja, korrigiert mich gerne, aber ich kann mich da an meine Zeit erinnern, wo ich für die Industrie noch ordentlich tätig war. Wir haben da Bleianoden gegossen, wochenlang am Stück, und die Klamotten waren dann auch durchtränkt mit Bleistaub. Hast du nicht gesehen, ne? Das ist einfach so in die Waschmaschine gekommen, da hat kein Hahn danach gekräht, ob da irgendeine Bleibelastung dann übers Abwasser ins, ja, noch nicht. Es ist noch nicht ganz optimal, ne? Aber momentan finde ich es trotzdem noch viel besser, als wenn man das Zeugs irgendwo nimmt und draußen in die Natur kippt, ne? Also Backpulver, also Natronhydrogen, müsst ihr mal googeln da, ne? Wie man Batteriesäure neutralisiert. Und wie das Teil jetzt laden, ist dann die nächste Frage gewesen. Ja, berechtigt, weil ich habe das ja auch in einem Video ausprobiert, ne, ob ich sie während des Befüllens laden soll. Aber das waren damals Batterien gewesen, wo ich das gemacht habe, die komplett neu gewesen sind. Und wir haben herausgefunden, dass die Batterien am allerbesten sind, die schon mal normale Säure, also wie eine Batterie eben hergestellt wird, gesehen hat, die schon mal befüllt gewesen ist, schon mal benutzt gewesen ist.
na, am besten einmal normal geladen worden ist, aber dann, wenn ihr sie auf Allowen umrüstet, entladen, ne, ist auch besser, falls ihr dann mit den Polen hier irgendwie beim Auskippen einen Kurzschluss machen solltet. Das spratzelt dann nämlich trotzdem noch ganz schön, wenn da noch Ladung drauf ist. Und selbst wenn sie entladen ist, ne, so bei 10, 11 Volt, müsst ihr trotzdem noch aufpassen, da ist trotzdem noch einiges da. Ne? Also Kurzschluss ist trotzdem nicht gerade optimal dafür. Dann mit Allowen natürlich wieder ist es ein anderes Thema. Aber ja, darum ging es ja jetzt gar nicht. Die Reihenfolge ist dann bei mir momentan so, ne, normale Säure raus, 2-3 Mal durchspülen mit Wasser, mit normalem Leitungswasser, dann austropfen lassen eine halbe Stunde, dass wirklich alles raus ist, so gut wie es geht, und dann das warme Allowen. Ne, ich kenne da auch noch andere Anleitungen, wo da Leute drauf schwören, dass es mit kaltem Allowen dann noch besser geht, also kalte Allowenlösung. Aber wie gesagt, bei mir funktioniert es auch so, ne? Und ich weiß nicht, wie es besser funktionieren würde, wenn ich das mit kaltem machen würde. Aber auch wenn ich es mit warmem Allowen befülle, so 70 Grad warm, 60 Grad warm, funktioniert das ganz gut. Tja, das Allowen kochen. Ja, da haben wir noch ein kleines Thema. Anfangs haben wir das einfach so in solchen Töpfen hier gekocht, ne? Normale Edelstahltöpfe. Hier, da ist er jetzt noch nicht für Allowen benutzt worden. Aber falls er benutzt worden wäre, dann, ja, dann würde das hier drinnen alles ganz anders aussehen. Tja, das Allowen reagiert nämlich mit allem möglichen Metall. Also mit Blei irgendwie, so wie mir scheint, ne? Aber wenn ihr da irgendwas auch Verchromtes oder Edelstahl da irgendwie reinbringt, da habt ihr, ja, das löst sich schön auf, muss ich ehrlich sagen. Deshalb sind wir darauf übergegangen, jetzt nur noch solche Alutöpfe zu benutzen zum Allowen kochen. Und hier bietet sich's an, einen Induktionskocher zu nehmen. Und der geht ja noch nicht für Alu. Ne? Mal gucken, ob wir dann irgendwas entwickeln. Es geht ja, dass man Alu induktiver wärmen kann. Wieso das noch nicht zu kaufen gibt, weiß ich auch nicht. Aber vorübergehend nimm halt so eine normale Kochplatte, so eine Abdeckplatte, ne? Stell dich hier drauf. Dann kommt der Alu-Topf hier drauf und dann wird so auf die niedrigsten 2 Stufen, ne, gestellt. So zwischen 60 und 80 Grad Celsius habe ich dann hier eingestellt. Wie viel das in Watt sind, wie viel Watt, naja, könnt ihr euch ja dann hochrechnen. Ne? Das sind ja alles halbwegs dieselben Dinger. Ja, dann wird das Wasser langsam erwärmt und dann, wenn es so bei seinen über 72 Grad ist, könnt ihr ja messen, wenn ihr wollt. Ne? Ich habe es dann irgendwann durchs Gefühl rausgehabt. Kommt dann euer Liter Wasser rein oder 2 Liter, je nachdem, wie viel ihr machen wollt. Und nee, halt, das Wasser ist ja vorher schon drin und dann macht das warm. Ne? Ach, heute ist wieder ein Tag hier. Und dann, wenn das Wasser warm ist, einfach das Zeug reinkippen und mit einem, auch mit einem Holzstab am besten, ne, so mache ich jedenfalls. Ich habe jetzt momentan hier so einen Ast von einem Apfelbaum, da geht ganz gut, wird es dann umgerührt und dann habt ihr irgendwann eine total klare Lösung hier drin. Da ist dann nichts mehr trüb oder sonstiges und unten dran ist dann auch kein Fitzelchen Allowen mehr. Dann müsst ihr mal gucken und so lange rühren und so lange warten, bis sich dann alles aufgelöst hat. Und die Lösung wird dann direkt danach in die Batterie gefüllt. Von mir aus jetzt wurscht, ob von links nach rechts. Ne? Ich konnte da keine Unterschiede feststellen. Geladen wird sie natürlich mit Re-EMF-Charger oder irgendwas Vergleichbarem. Ich habe die Tests mit richtiger Allowen-Paste probiert, ne? Also diese Vollkristallbatterien sozusagen, wenn man so sagen will. Und die haben nur mit Re-EMF ihre Ladung richtig angenommen. Ne? Da konnte ich alles mögliche andere probieren. Nur mit dem Re-EMF haben die ordentliche Ladung angenommen und das runterprojiziert auf die großen Allowen-Batterien. Habe ich mir gedacht, na, muss ja das Beste sein, ne, normalerweise. Aber es geht auch normal. Wie gesagt, ich habe jetzt, hier steht sie,
die Batterie seit Oktober, bis jetzt haben wir Mai, also ein halbes Jahr im Auto gehabt und nonstop mit der Lichtmaschine geladen wurden und auch ganz gut entladen wurden, ne? Stand auch ab und zu mal und war kein Motor angewiesen. Die war vorher so bei 12,6 bis 12,8 gewesen im Leerlauf, wenn ich sie mit ReMF vollgeknallt habe. Und jetzt ist sie nach dem halben Jahr so hoch immer überladen worden, ne? Nonstop von der Lichtmaschine mit diesem Halbstrom da sozusagen, also ohne diese Hochspannungs-, ohne diesen Hochspannungsvorpuls. Die Normalladung ist sie jetzt bei 12,5. Nonstop. Hat aber trotzdem untenrum noch einen Haufen Leistung. Wird jetzt in Zukunft nur mit ReMF geladen. Das sind die Kollegen hier auch. So mache ich es momentan. Wie gesagt, mal gucken, wie es dann in einem halben Jahr, in einem Jahr aussieht. Aber das ist momentan das, wo ich am optimistischsten bin. Habe ich da gestottert? Ja, klar habe ich gestottert. Natürlich gehen mir die 1 Megafahrrad, da stotter ich schon wieder. 1 Megafahrrad, gibt es momentan noch höhere Kondensatoren, Graphenkondensatoren durch den Kopf, die wir basteln könnten. Ja, Stichwort Robert Murray Smith. Guck mal rein. Ja, jetzt zum Abschluss nochmal eine aktuelle Frage vom Ist da Sturm drin. Der fragt, also dem kommt so vor, als ob ich in meinen letzten Videos so andeute, dass der ReMF die normalen Bleisäurebatterien zerstört. Alles wird irgendwann mal zerstört. Ich meine das so, ne, also mir kommt es momentan so vor, so habe ich das momentan mit meinen Versuchen mitgekriegt. Am Anfang hatte ich 0815 billige Baumarkt-Ladegeräte, habe damit normale Autobatterien geladen. Das hat überhaupt nicht lang gehalten. Bei normalem Gebrauch, ne? Also so nicht Non-Stop-Gebrauch, sondern ganz stinknormal dahin plätschernd benutzend, ne? Mit einem Zehntel der Stromabgabe, was ich da eigentlich hätte rausziehen können. So, das geht mit dem ReMF schon besser. Ne, damit kann man die Batterie schon länger fit halten, aber natürlich zerstörst du die Uhr irgendwann damit. Ne, musst natürlich immer schön die Ladeschlussspannung einhalten und nie so unbedingt übelst an der Kotzgrenze laden, das mit dem ReMF halt ziemlich schwer einzuschätzen, weil der übelste Strompulse reinschickt. Also da ein gesundes Level für eine Batterie rauszufinden, das ist jetzt, geht bestimmt, ne, dann kann man bestimmt auch mit einem ReMF eine normale Bleisäurebatterie über mehrere Jahrzehnte vielleicht sogar betreiben, wer weiß, aber an der Kotzgrenze, so waren die Versuche von dem, wie es mir der René aus den Niederlanden berichtet hat, eben so gewesen, dass nach 3 Monaten Dauerbelastung auch mit einem ReMF und eine normale Bleisäurebatterie eben tot gewesen ist. Aber so benutzt kein Schwein eine normale Batterie, ne? 24 Stunden, 3 Monate am Stück nonstop an der Kotzgrenze. Ja, mit ReMF-Charger eben und Alone-Batterie 3% in 3 Monaten. Das hochgerechnet auf normale Benutzung dürfte man schon ein Leben lang hinkommen, normalerweise. Meine längste gut funktionierende, die immer noch, ne, die ich im Auto hatte, die jetzt immer noch 12,5 hat, wenn man sie vollgeladen hat und dann zur Ruhe kommen lässt, die ist jetzt schon 3 Jahre alt, ein halbes Jahr im Auto ordentlich benutzt worden und vorher stand sie 2 Jahre lang in meinem 4er Battery Switch in der Küche und hat mein Solar Tesla Licht gemacht. Da war immer ein kleines 10 Watt Dünnschicht Solarpanel dran gewesen. Die letzte Zeit zwar ein Akkuerfrischer, so die letzten 1-2 Monate, aber ich glaube, der hat da gar nicht viel ausgerichtet. Den habe ich ziemlich sanft eingestellt. Und ich weiß nicht, ob der Akkuerfrischer bei den Kristall-Alone-Batterien überhaupt was nützt. Könnte man noch rausfinden, aber ja, mit ReMF und Alone ist es momentan, komme ich ganz gut aus momentan.